Ja. Da sind wir wieder. Da sind wir noch wieder da. Da sind die Leute wieder da. Nach fast 2 Jahren Eric und Frank TV ist es endlich soweit. Das hier ist der 20. Biertest. Und der 40. Abonnent. Und der 40. Abonnent. Herzlich willkommen. Fühl dich wohl, fühl dich zu Hause. Ja. Geh zum Kühlschrank, mach dir ein Bier auf. Sehr proportional gedacht. Danke. Und ja, und wir wollen nicht lange fackeln, wir wollen ja saufen, Leute. Und das ist aber auch, das ist eins nach dem anderen, das ist ganz besonders diesmal. Wir haben das erste Mal, ich glaube es ist das erste Mal, Bier geschenkt bekommen von einer Zuschauerin und einer Freundin der Sendung. Ja, genau. Danke, Chrissy. Ja, ja. Für das erste Bier, damit geht's erst los. Mir fällt keine bessere, mir fällt jetzt auch nichts ein, so überleitungsmäßig. Und damit wollen wir übergehen zum... Daumen fangen wir einfach an. Das erste Bier heißt... Crew. Super Vorbereitung hier. Republic, ja. Aber danke, ne? Crew Republic. Escalation. Klingt 7:45 Uhr, das ist so ein Bier heute morgens, glaube ich, trinkst. Oh, 7:45 Uhr, ja. Das klingt ausländisch, kommt aber aus Bayern. Aus München. Ho. Hui. Pass auf, ich lese mal vor. Haben wir uns schon bedankt. Vielen Dank, Chrissy, für das Bier. Ja. Da wären wir, ohne Scheiß, da wären wir selber niemals dran gekommen. Ich kenne das Zeug und ich wüsste nicht, wo ich es kaufen kann. Und auch vielen Dank an deinen Bruder, weil soweit ich das in Erinnerung habe, hat er das gekauft. Irgendwie so, ne? Ja. Auf jeden Fall sehr gut. Nice. Double IPA. 7 Uhr morgens, deine Freunde sind schon weg. Naja. Und nun will dich auch noch der Barkeeper rausschmeißen. Weil du mal wieder der Letzte an der Bar bist. Aber nun willst du weiter feiern. Dieses Bier widmen wir dir, der immer als Letzter nach Hause geht, während die anderen schon lange im Bett liegen. Du bist der Held der Nacht. Dankeschön, ey, da sehe ich mich ja wohl wirklich drin. Yeah. Ich mach mal kurz die Musik ein bisschen leiser. Ja, Leute, weil da keine... Ja. Ja, ist okay. Ich denke, das ist ein bisschen laut, ne? So zum Vergleich zum Lesen. So. Ich kann das nicht so abschätzen, wie das so läuft mit der Musik. Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe. Oh, Hopfen sind mehrere Sorten. Hopfen, Columbus, Sikone, Amarillo und Chinook. Haben wir den Tschernobyl gefunden, oder was, der Bier? Tintau. Malz, Pilsner, Münchner und Karamellmalz. Gebraut und abgefüllt für euch. Crew Republic GmbH. Blablabla bla, bla, in München. Da ist so eine Handgranate drauf. In Hopfenform. Mhm, ich ja, da mal sehr rein. Geil, sehr, sehr geil. Sehr schön. So, pass auf. Hier, da. Ja, lecker rein. Das ist Hopfen. Lecker rein. Ich bin sehr gespannt. Das ganze Zeug hat 8,3 Volumen... Prozent Alkohol, ne? Sumpf. Und damit starten wir. Nicht? Oh. Ich will es gar nicht. Ich hab schon was in die Nase. In das rechte Nase noch habe ich so eine kleine Fahne bekommen. Da bin ich bin echt sehr gespannt auf die Scheiße. Das stinkt ja echt wie Gülle, ey. Wir haben leider nur 1,03er, das heißt, da wird ein schneller Biertest. Wahrscheinlich auch besser bei der Prozentzahl. Yep. Behalte Sigma. Ja, Mümmel rein hier, die Scheiße. Na, bring mal aus. Ach so, ja. Ja. Mach mal direkt Beta. Das ist schön. Sieht hefig aus. Ja, sieht aus wie ein Weizen. Naturtrüb, so. Nicht? Kann man sagen, nicht? Boah! Oh, das ist ein Pale Ale, ne? Das riecht wie ein Pale Ale. Aber das Pale Ale ist eigentlich das andere, also das nächste. Ach, das ist wahrscheinlich alles dasselbe. Krass, ey. Nur ein anderer Haus. Das riecht aber krass. Das ist ein typisches Köstritzer Pale Ale oder Störtebeker Pale Ale. Die riechen genauso. Oder Coopers, was wir hatten, das riecht auch so. Sehr also sauer. Also sehr, sehr typisches Pale Ale. Orangig und streng. Ja. Vom Geruch her zumindest bisher. Beißend in der Nase. Ja, ja. Finde ich ganz besonders den Geruch immer wieder. Also, ich stehe da irgendwie drauf.
Oh ja. Boah, hey. Sehr fruchtig und sehr bitter. Boah, jetzt wird's in der... Aber es geht nicht schlimmer als das... Was war's noch? Köstritzer Pale Ale? Oder Köstritzer dieses andere davon? Das Atlantic Ale, meinst du von Störsebecker, oder? Wurde getrunken hast und gar nicht mehr. Du hast so eine Bitter, diese Bitterbombe. Diese Bitterbombe. Also das ist eigentlich relativ süß. Das geht. Boah, das ist sehr... Ich finde es eigentlich relativ süß, genießbar. Ich finde das immer wieder beeindruckend, so, wie Bier schmecken kann, wie facettenreich die ganze Scheiße ist. Sowas ist natürlich was ganz Besonderes und deswegen auch mal ein dickes Danke, ne, an unsere Assistentinnen, hätte ich sie jetzt genannt. Ne? Wir haben ja mehrere Assistentinnen. Ja, Chrissy ist die Assistentin, die ihr noch nie in einer Folge selber gesehen habt. Höchstens bald, in ein paar Outtakes bald oder so. Habt ihr hier alles voll mit Frauen. Wenn ihr mal aufgepasst, ja, bald habt ihr alles voll, das ist klar. Ne. Arian Frankie, aber, ist so ein kleiner Frauenmagnet. Weil wir... Egal, Leute. Ne? Ich schmecke, okay. Ja. Was ist so... Als würdest du, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Der Geruch, der ist am krassesten. Ja, wollte ich gerade sagen. Boah, oh, ja, jetzt kommt er aber. Es riecht schlimmer, also schmeckt, aber es schmeckt auch übel. Das schmeckt gar nicht wie Bier. Nee, absolut nicht. Boah. Es ist wie, hier, wie nennt man das? Pampelmuse nennt man das bei uns in der Gegend. Ja. Grapefruit sagt man wahrscheinlich dazu. Das mal 5. Reinbeißen. Die Bitterkeit, die bleibt im Halse stecken. Ja. Deswegen, also unsere Assistentin hatte auch, glaube ich, gesagt, wir wissen es nicht mehr so ganz, weil wir im ziemlich betrunkenen Zustand dieses Bier erhalten haben. Und ich meine, die sagte zu uns, ist nicht mal so lecker. Ne? Nee. Aber ich denke mal, dass die gute Chrissy auch nicht so wusste, was Pale Ale eigentlich ist. Das ist typisches Pale Ale. Ich finde es aber in Ordnung. Ja. Aber orangig, süß und dann bitter. Aber über 6 Punkte komme ich nicht. Ne? Das ist mir dann doch zu... Ja, stimmt. Also ich mit 6 bin ich auch dabei. Aber bevor ich es vergesse, das habe ich mir schon die letzten 3 Folgen vorgenommen. Es hat sich auch keiner von euch gemeldet oder beschwert. Ist euch gar nicht aufgefallen. Wir haben seit Ewigkeiten keine Folge Weisheiten mehr gehabt. Und deshalb bringen wir jetzt nochmal ganz kurz eine. Ganz kurze Folge Weisheiten. Ich habe die ein bisschen verändert, die Rubrik. Bing! Jetzt. Wenn ich deinen Hals berühre, deinen Mund an meinem spür, ach, wie sehn ich mich nach dir, meine heißgeliebte Flasche Bier. Tschüss, Leute. So, da sind wir wieder. Du hast 6 gegeben, ich gebe auch 6, das sind zusammen 12 Punkte für das Crew Republic. Warum das Bier aus München kommt und die trotzdem einen auf super amerikanisch machen, kann ich mir nicht erklären. Weil eigentlich die leben doch quasi in Deutschland schon in Amerika drin. We are living in America. Ne. Fazit, trinkbar ja. Für wirklich 0,3er für zwei Leute zu teilen, dann geht das ja. Zum Kennenlernen ist das auf jeden Fall in Ordnung. Aber auch 0,3er allein, das geht auch klar, aber nicht Kiste verkaufen. Das ist unglaublich. Aber jeder steht auf was anderes. Ne? In Sachen Pale Ale fand ich das Coopers bisher am besten. Ne? Können wir ungeschnitten weiter zum nächsten gehen, so langsam. Boah, das riecht aber wieder. Das stinkt ja erst, dass es riecht. Ne? Wenn mir das einer in die Hand geben würde, ich würde nicht sagen, ich würde nicht mal im Entferntesten daran denken, dass es Bier ist. Ich würde den erstmal fragen, so, hör mal. Oh, ist das Center Shock? Ja, ich würde den fragen, so, hör mal, Kollege, was hast du mir hier reingemixt? Ist das Orangensaft mit Bier und Wodka drin, ja, oder Fruchtstücke, was? Fruchtstücke, ja. Das riecht wie ein Cocktail, wie Zombie oder so. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die sich das in Kisten kaufen, so wie wir Bitburger zum Beispiel. Dass sie das so in Massen saufen, so nach dem Motto, mein Lieblingsbier ist Crew Republic, so.
Naja, da trinke ich jetzt. Ich glaube nicht, dass es da einen gibt, der auf der Welt, ja, der sowas sagt. Also das, was für Bierkenner und Bierspezialisten, so wie wir gerne wären. Sind. Ja, nur 40, aber halt. 40, ja, Abonnenten, das spricht ja wohl für sich. Doch, ne? Mal, ja. Ohne die ganzen Nullen hinten dran. Ohne die Nullen hinten dran. Aber wir müssen nicht übertreiben, Leute. Ja. Machen wir ja immer. Auch und die Views, die ganzen Nullen, blenden wir eigentlich immer aus. So, das ist, ne? So Taylor Swift mit ihren 900 Millionen Views pro Video. Die gehört uns doch, die gehört mir doch. Die war gestern noch hier und hat geweint. So, ich will Vertragsverlängerung. Ja. Da war gestern ein Abo, der hat gekündigt. So, da haben wir gesagt, hey, weißt du was, komm hier. Ne? Hast du eine Abfindung? Ist das okay für dich? Hey, ne, super Leben und so. No alles problem, klar. Ey. Wir Leute, von Eric und Frank, die wir leben, so wie wir ich das mach tun. Mich mal auf die Socken, ne? Und besorge mal, organisiere mal. Hol mal das nächste wieder. Crew. Chrissy war nämlich so nett und hat zwei Biere mitgebracht. Finde ich immer noch geil, so dass wir als Amateur-Scheiß-Sendung Bier von Fans geschenkt bekommen. Finde ich total geil. Hier sind wir, nicht? Leute. Auch wieder mit der Hopfenhandgranate. Also das Bier scheint mir sehr hopfig zu sein. Also die gehen wahrscheinlich beim Pale Ale auch sehr auf Hopfen. Ne? Da würde ich sagen, das ist das Crew Republic Drunken Sailor. Ach so. Since, was heißt MMXI? Keine Ahnung. Ach so, römische Zahlen, ne? Ja, ja, MMXI. M ist wahrscheinlich Mille. 2000. 200. Ein. 2011? 2011 kann das sein? Ich glaube 2011. Ich weiß es nicht. Drunken Sailor India Pale Ale. Oh. Handcrafted Beer from München. Handcrafted Beer from München. Alk 6,4% voll, 58 Ibu. Okay. Ja. Das ist eine Maschine, das Bier. Das ist kein also hier steht ist am Hals, aber... Drunken Sailor India Pale Ale. Ach scheiße, wir haben ganz vergessen. Die ja, ja, hier oben, das habe ich gerade gesehen. Ich denke, da ist bestimmt hier auch noch mal drauf. Ne? Scheiße, das haben wir ganz vergessen, ey. Dann lese ich das kurz davor, dann liest du das nachher und schneidest dann einfach rein. Aber das sieht halt scheiße aus, wenn das leer ist. Ne? Ist egal, das merkt keiner. Ich mach das jetzt und dann schneide ich das später irgendwie rein, das kriegen wir schon geregelt. Pass auf, die waren nämlich so schlau. Die Leute von Crew Republic aus Munich, aus München, die haben eine eigene Bewertung abgegeben, damit wir halt keine Arbeit mehr haben. Haben die extra Flaschen gemacht. Auf dem Flaschenhals steht das Taste-O-Meter. Das ist so auf super modern gemacht, die ganze Scheiße. Color. 2 von 5 Punkten. Oh, da waren sie aber ehrlich mit sich selbst. No. 2 von 5 Punkten. Bitterness. Bitterkeit. 4 von 5 Punkten. Das kann ich unterstreichen. Hoppiness. Hopfenstärke, nehme ich mal an, soll das heißen. 5 von 5 Punkten. Ja, kann okay, sein. Okay, ja, vertretbar. Und ja. Maltiness, also Gerstenmalzgeschmack. 2 von 5 Punkten. Zwar dick. Ach da, und da ist es. Awesomeness. Geilheit. 5 von 5 Punkten. Yes, man. Drunken Sailor India Pale Ale ist, ach du Scheiße, alles auf Englisch? Nee. Weigh the anchor, hoist the sails. Meterhohe Wellen, peitschender Wind, das war das Leben der englischen Seefahrer, die den Auftrag hatten, Bier in die indische Kolonie zu bringen. Wow! Nur, unendlich viel Hopfen und ein hoher Alkoholgehalt machten es haltbar für die gefährliche Reise. Wow! Drunken Sailor IPA bringt das Abenteuer und den kräftigen Geschmack ins 21. Jahrhundert. Ship Ahoy! Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe. Hopfen, Doppelpunkt, Herkules, Citra, Cascade, Simcoe. Cascade Malz. Hat man schon mal. Im Beck's Pale Ale. Ja. Ja. Malz, Pilsener, Münchner, Karamellmalz. Gebraut und abgefüllt für euch Crew Republic Brewery Andreas Danzerweg 30 in München. Nicht?
gebaut nach dem deutschen Reinheitsgebot, noch richtig dick geschrieben hier, also von wegen, das ersetzt quasi hier, so wie es geschrieben ist, den Satz irgendwie bewusst genießen, so ist es geschrieben, in der Druckart auch. Und wir haben hier, unser Tasteometer mit der, oder nachher. Ja, Tasteometer, klar. Tasteometer mit der Color 3 von 5, mit der Bitterness 3 von 5, mit der Hoppiness 4 von 5. Okay. Und mit der Maltiness 2 von 5. Und mit der Awesomeness 5 von 5. Ja, ja, genau wie das. Ja, ja. Da heben sie sich ein bisschen ab. Sehr moin. Da sind sie ein bisschen über. Moin, sehr. Moin, sehr. Sehr moin, moin, sehr. Sehr moin, moin, sehr. Da machst du wieder ein Lied draus. Nee, nee, ich glaube nicht. Freunde, der geht da so drauf ab, wenn der sieht, dass du ein Lied daraus machst. Der liegt unterm Schreibtisch, wenn du das gemacht hast. Das kommt so plötzlich so. Ich bin ja immer besoffen, wenn ich die Videos schneide, so, so halb, ist, halb sediert. Dann liege ich schon da, bin die Videos am Schneiden und dann kommt einer und sagt zum Beispiel, was war das letzte Lied? War das noch? Was sagt einer? Und ich denke mir so. Dann geht das nicht aus meinem Kopf raus. Und dann entstehen solche Lieder. Ist halt so. Ich kann da auch nichts gegen tun. Das ist so viel Arbeit. Das mache ich eigentlich relativ ungern. Nur wenn ich da Bock drauf habe. Weil ein Lied, ohne Scheißpeule, das Mastatan-Lied hat 3 Stunden gedauert, bis das fertig war. War da Hefe drin? 3 besoffene Stunden wohl. Was? Nee, ist keine Hefe drin, oder? Gucken. Hopfenhefe, jo. Aber siehst du nichts am Flaschenbock? Egal. Siehst du wohl. Egal. Einer mit. War okay. Die Farbe ist auf jeden Fall schöner. Ist dunkler. Ja. So ein bisschen zumindest. Das war geil. Das war geil. Little bitter. Nicht? Oh, das riecht aber schon anders. Ein bisschen Mann, anders. Ja, bisschen meinst du? Ein bisschen. Nee. Ich finde, es riecht sanfter. Christi, was tust du uns an hier? Du bist ja total pervers, ey. Ja, nee, du bist ja direkt auf Vollkontakt gegangen, ey. Pell und das direkt zweimal. Also, aber es riecht süßer, ne? Es riecht halt anders. Ich glaube, das wird besser. Da drauf steht ja auch Bitterness und Hopfen und sowas. Ist Bitterness! Relativ wenig gehalten, ne? Ja, doch, Hopfen viel, aber Bitterness ist 3 von 5. Oh. Der hatte 4 von 5. Dann würde ich gerne mal wissen, was 5 von 5 ist. Ja, probier. Oh, da geht aber wesentlich leichter runter. Boah, aber der Nachgeschmack. Oder? Kennst du nicht? Nee, da war der Nachgeschmack beim Dingens übler. Ich merke irgendwie gar nichts. Meine Geschmacksdinger sind total betäubt von dem hier. Also ich finde... Ich könnte jetzt auch Tequila trinken. Ich finde den Vorgeschmack übler als beim... Wie hieß es noch? Egal. Ach, das ist aber okay. Ich finde den Vorgeschmack von dem vorigen Bier angenehm. Nicht an... Ach komm, hör auf. soll ich das grau machen? Soll ich den aufhängen? Nee, mach das einfach weg. Ja, ich würde auch von vorne gerne anfangen. Weil für mich ist halt quasi dieses... Eben hatte ich habe getrunken, oh lecker, lecker. Und dann kam bitter. Jetzt habe ich, oh bitter, bitter und dann lecker. Also bitter, bitter und dann lecker. Oh, ich habe lecker, lecker und dann bitter. Ich finde das viel besser. Naja. Nee, finde ich nicht. Was denn? Ja, ja. Nee, nee. Finde ich nicht. Hallo, okay. Leute. Jetzt erstmal wieder konzentrieren. Ich find's lecker. Leckerer. Bitter, 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 bitter. Süß. Boah, das ist echt. Ja, die Beschreibung passt eigentlich ganz gut. Bitter, 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 bitter. Süß. Weg. Und dann wieder bitter, bitter, bitter. Ja, genau. Und dann kommt wieder bitter, 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 bitter. Der wirkt dann nochmal krass nach. Ich denke mal, würdest du einem richtigen Bierkenner und einem richtigen Bierliebhaber auch die beiden Dinger schicken. Wir sind ja nur Säufer, ne? Nein. So. Haben wir schon oft genug klar gemacht. Aber so einem richtigen Biersammler vielleicht auch die beiden Dinger mal vorstellen, der hätte da bestimmt Spaß dran. Ich gebe dem trotzdem einen Punkt mehr. Nee. Und damit 7. Nö. Ich bin mit 6 auch wieder dabei. Leute. Sind 13 insgesamt. Für das zweite, für das Drunken Sailor. Wie geht das nochmal? Das ist so ein irisches Lied.
What should we do with a drunken sailor? What should we... Nee, wie geht denn die Melodie? What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? Early in the morning. What should we do with a... Ja, irgendwie so. Leute, wenn ihr Assassin's Creed gezockt habt, wisst ihr Bescheid. Was ist für Sorge? Leute, wenn sie oder ihr... Ich weiß ja nicht, mit welcher so hohen Person. So mögen Sie ich Assassin's Creed auf einem Videospielgerät. Gerät. Einer Konsole genossen oder einem haben. Dann wissen Sie von diesem Lied Bescheid und können auch mitreden. Nicht? Da mache ich mir halt meine Zigarette an. Ja. Weil, Leute, ihr wisst ja, rauchen ist gesund. Ihr filtert nach wie vor. Tja, Leute. Krass, also Chrissy, puh. Das aber, hat ausgepackt. Scheiße, ich wusste vorher schon. Ich habe geahnt. Das zweite war auf jeden Fall besser. Ich fand's besser. Huh! Wir sehen uns beim nächsten. Mach mal doch einen kurzen Cut jetzt, weil wir müssen doch einen Bitburger zwischendurch trinken. Zum runterkommen. Ein paar Problemchen beseitigen, ne? So, da sind wir wieder, wie versprochen. Bin ich wieder dran, ja, ne? Mhm. Ich bin heute Was ist das denn, Frank? Ich bin heute durchs Dursti gelaufen und hab, das Bier stand in so einem Regal, in so einem Holzregal drin. Ich glaube, da gab's auch eine Kiste von, ich habe mir jetzt zwei davon rausgenommen, das heißt... Feldensteiner Bavarian Amber Ale. Boah, nein. Oh, was? Nein. Oh, fuck. Oh, das tut mir leid. Das ist aber übel jetzt. Das ist jetzt übel. Das könnte genauso schmecken wie die anderen beiden. Oh, bitte nicht. Zu dem Bier muss ich aber noch was sagen, weil die ganz, ganz, ganz aufmerksamen Fans werden vielleicht wissen, dass wir das Feldensteiner schon mal hatten. Und zwar das Feldensteiner Pilz. Ich weiß nicht, in welcher Folge und ich weiß nicht, wie lang es her ist. Ich habe keine Ahnung. Was? Auf jeden Fall. Das hatten wir schon mal. Das war auch so eine 0,5er Flasche mit Plöpp. Wenn ich das finde, blende ich das ein. Ich weiß nicht, ob ich es finde. Boah, das ist ein Jahr haltbar. Mehr als ein Jahr. Oh, krass. Okay, da steht eine ganze Menge drauf. Das Bier sieht an und für sich schon mal sehr geil aus. Ich halte es mal. Boah, wie geil. Nicht nur das, hier unten steht auch... wolltest du die Preise mal vorlesen, Frankie? Ja, mach mal. Hopfen und Malz, Gott erhalts. Dann so ein komisches Symbol und dann kommt ganz klein gedrucktes. Oh, es hat viele Preise gewonnen. Ja, das meine ich ja. Hopfen und Malz, Gott erhalts und dann so ein Ding und dann kann ich nicht mehr weiterlesen. Nach ich fang mal aus. Nach dem Reinheitsgebot gebraucht von... Lass bitte vorlesen! Bierwerkstatt Feldensteiner. Brautradition im Zeichen der Burg. Bavarian Amber Lager, ungefiltert. Okay, hinten steht eine ganze Menge Text drauf. Alter Schwede, also wer nicht gerne viel Text hört, der spult am besten vor, weil das ist viel. Unter Amberbieren versteht man gemeinhin obergärige Bierspezialitäten, die durch ihre warme Bernsteinfarbe überzeugen. Die Verwendung eines exklusiven Pale Ale Malzes sowie drei ausgesuchter einheimischer Malzsorten. Oh Gott. Das machen wir nochmal. Die Verwendung eines exklusiven Pale Ale Malzes sowie drei ausgesuchter einheimischer Malzsorten schaffen ein komplexes karamellartiges Aroma, das mit einem Hauch Pinie und Vanille unterlegt ist. Traditionell Spalter, Aroma, Hopfen sowie die aus Nuklearspalter. Traditionell Spalter, Aroma, Hopfen sowie die aus Amerika stammenden Chinook-Hopfen und die speziellen Ale-Hefen steuern zudem die fruchtige, an Grapefruit und Cassis erinnernde Noten bei dem runden und einzigartigen Flavor harmonisch ab.
Alter, Vormann. Alles klar, wir wissen Bescheid. 6%. Da ist nur Müll drin. Scheiße, das könnte genauso schmecken wie die. Ich denke, da kann ich aber nichts für. Ich möchte die Hefe gerne mal ein bisschen abschütteln hier. Das mache ich am Ende. Oh, oh da der kommt schon, das Bier. Boah, boah. Alter. Oh, Freunde, seht ihr das? Oh, 50-50. 6,0% voll hergestellt wird es übrigens in Bayern von Kaiserbräu. Jetzt hör doch auf, da Hals zu schütten. Ich will eine schöne Krone haben. Guck mal, hast du eine schöne Krone? Nein. Es riecht wie Weißbier. Es riecht wie das, meiner Meinung nach. Es riecht wie Weißbier. Mit Weißbier mit viel Orange drin. Riecht wie Paulaner. Hm. Oh. Oh. Ja. Oh ja, ja. Mhm. Ja. Boah, das ist aber gut. Das ist oh, aber. Ja, da boah, wir das ist. Boah. Oh. 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 Also schmeckt, also es riecht und es schmeckt wie Weißbier. Komischerweise. Mhm. Ein bisschen dunkler vielleicht, aber nicht so dunkel, so wie es aussieht. Aber nicht absolut wie Weißbier. Mal angenommen, wir würden einen Pilz mit einem Weißbier mischen, also Paulaner und Bitburger. So ungefähr schmeckt das. Mit einem Hauch Dunkelbier dabei. Und, ja, genau. Ja. Ach, der Geschmack ist absolut unbeschreiblich. Es ist geil. Und das darf sich Ale nennen. Geil. Amber Ale. Also Keller Ale. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Warum heißt das Amber Ale? Da siehst du mal, da seht ihr mal, wie wenig wir von Bier verstehen. Warum ist das ein Ale? Ich habe immer gedacht, Ale wäre typisch bitteres. Bitter, bitter, bitter. Und überhaupt nicht malzig und biermäßig. Ja. So. Und das ist... Geil. Das ist geil. Das ist geil. Also ich würde jetzt mal gerne so meine, ich weiß nicht wie teuer, ne? Aber ich würde jetzt gerne auch mal so meine 8 Punkte für das Bier geben, oder? Ja. Ich gebe 9. Für die Bierwerke. Ja, ich wollte gerade sagen, wieso du hast nämlich eins, du hast eins vergessen. Hier oben steht nämlich nochmal dick und fett Bierwerkstatt. Ja, habe ich eben vorgelesen. Hallo. Also, ja, hallo. Egal, ich gebe meine... Ich gebe auch 9. 8,5. Ist okay, dann haben wir zusammen 17,5 Points. Leute, ihr erwartet es wahrscheinlich schon, weil wir es versprochen haben. In jedem Biertest gibt es ein Mischbier und das haben wir natürlich nicht vergessen. Das nächste Bier wird ein Mischbier. Und das wird auch das letzte Bier, ne, für diesen Abend. 17,5, ich glaube, das wird der Sieger, aber ich will noch nicht zu viel verraten. Vielleicht besiegt das Mischbier ja das... Jessica! Jessica, Jessica! Ja, ist okay, ne? Prozent hat das an... 6, oder? 6, jo. Ich meine 6. Und die 6, und die 6. Das Bier hat das Patent... Keine Hefe. 1B15... Und die 6. Und die 6. Ich finde den Schaum auch voll geil, der ist so stabil. Der ist so geil, ne? So auch super. Ich finde die Farbe ist auch extrem geil. So, geil. So reinlegen. Oh, Leute. Komm, oh, Baby. Ich will ein Bierbett haben, Leute. Aus kalten Pfannflaschen. Geil. Du legst dich da rein. Klar, klar, klar. Oh, komm her, der ganze Raum voll mit Bierflaschen. Wir sehen uns dann beim... beim nächsten, beim letzten. Wie? Ja, Mas. Prost. Leute. Leute. Welcome back to another party. Ne? And the another party is the Mixery. Wir sind beim letzten Bier, Freunde. Hier angekommen, Leute. Beim Mixery Bier plus Cola plus X. Plus X, Leute. Ne? Also ihr wisst nicht, was X ist. Hier ist aber blutrot das dicke X drauf. Ne? Also Bier plus Cola plus X und Don't Drink and Drive. Liest man direkt als nächstes. Ganz schön hier oben drauf. Carlsberg. 1878 Carlsberg. Biermischgetränk aus 60% Bier,
plus 40% koffeinhaltiger Cola-Limonade plus natürlichen Aroma, Zutaten, Bier, Wasser, Gerstenmalz. Gerstenmalz! Hopfen, Hopfenextrakt und koffeinhaltiger Cola-Limonade, nicht? Wasser, Zucker, Kohlensäure, Limonadengrundstoff, Farbstoff E150C. Oh, die E-Dinger sind immer ganz übel. Säurungsmittel E338, auch übel. Natürliches Aroma und Aroma Koffein. Schön. Karlsberg Brauerei, Karlsbergstraße 62 in Homburg, Germany. Nicht? Chemie. Schauen wir mal rein. Karlsberg haben wir früher in unserer Anfängerphase als Trinker regelmäßig getrunken. Ja. Also das ist eins unserer absoluten Einsteiger-Standardbiere gewesen. Es ist bestimmt 4 Jahre her, als wir das letzte Mal getrunken haben. Ja. Früher war das doch mit Dragon Fruit, oder? Oder war das nicht Mixery? Nee, Mixery war... Dragon Fruit war... war das Cap? Cap, ja, Cap war mit Dragon Fruit, ne? Das Cola. Ja, ich glaub schon. Cap. Es gab so eine Drachenfrucht. Bier plus Cola plus X. Das war Mixery. Drachenfruit war was anderes. Das war Cap. Cap kommt auch noch. Kommt auch noch. Abgelaufen seit 2006, aber okay. So, die Farbe ist typisch Mischbier. Probieren wir mal. Sehr süffig, Leute. Leute. Nee, schmeckt gut. Schmeckt gut. Mixery ist was für Sophia. Hallo, Sophia. Nee, ist nichts für Sophia. Weil, da ist... Da sind Chemie drin, na, Sophia. Quatsch, mit Chemie hat da gar nichts zu tun. Da ist, da ist Alkohol. Hallo, halt doch mal die Fresse, Mann! Ich will jetzt irgendwas sagen über das Bier! Ey, hör mal auf in die Eier! Da ist 60% Bier drin. Und das schmeckt ganz angenehm. So, wenn da 60... Das 60 ist... Ein Biermischgetränk mit 60% Bier schmeckt für einen erfahrenen Trinker wesentlich angenehmer als ein Biermischgetränk mit 40% Bier. Ja. Und Mixery trifft da halt genau unseren Geschmackpunkt, muss ich sagen. Also mein. Ich weiß nicht, was du dazu sagst. Du bist ja nur auf Krawall aus. Nein. Geschmäcker sind verschieden. Nein, ja, ist ja, so, ja, oder? Ja, ich weiß. Da lacht ja, der ich typ. Weiß, Mann! Lacht der Typ! Ey, ich hab ein Bier in der Hand, da machen wir keine Witze mehr. Geschmäcker sind verschieden und mach! Der eine mag das lieber, der andere mag das lieber. Deswegen kann man keinem anderen sagen, ne? Oder? Leute, ihr wisst doch Bescheid, ey. Wir müssen gar nicht groß an den Hosen um den großen, dummen Brei. Alter, die Fresse, Mann! Geschmäcker sind verschieden, verdammt nochmal! Das Bier hat eine verdammt gute Mischung aus Bier und Zusatzscheiße. Also Bier, eine guter Mix aus Bier und Limonade, Mann. 40% Limonade, 60% Bier, lecker. Schmeckt gut. Schmeckt uns gut, oder? Schmeckt das? Ja. Was hat denn jetzt hier für eine Frage, ey? Ob das schmeckt, habe ich dich gefragt. Ob das schmeckt? Ist lecker! Nö, schmeckt mir nicht. Muss nur ächzen. Nö. Weil das so ekelhaft ist, muss ich das direkt ächzen. Nö. Und so. Scheiß Typ! Mann, wir sehen uns.